Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, da draußen auf den Bildschirmen in der richtigen Welt. Hier ist Trifum, nicht die richtige Welt, nein, nicht ganz. Ein Pen-Paper-Rollenspiel-Abenteuer, besser gesagt ein ganzes Universum davon, und genau darum wird es heute gehen, um dieses Universum. Ich bin Harald Marzi, der Erfinder von dem ganzen Universum, also von dem Spiel Trifum, und der Planeten und der Orte und Objekte und Regeln, die da mit einhergehen. Es freut mich, falls ihr dieses Video euch anschauen wollt, um euch ein bisschen über Trifum zu informieren. Dieses Video wird jetzt erstmal auf Twitch stehen und dann kurz danach, heute oder morgen, setze ich es auf YouTube hoch. In den beiden Kanälen findet ihr natürlich weitere Links zu verschiedenen anderen Informationsquellen, die hier auch in den Rahmen rundherum mich herum auch die Social Media Sachen sieht. Das heißt Facebook, Google und so alles mögliche vertreten. Auf Deviant sind unsere Bildergalerie, auf YouTube eben unsere Videogalerie von den bisher gestreamten Livestreams, wo wir ja eine ganze futuristische Gruppe momentan haben, die ihr Abenteuer erlebt. Heute geht es aber erstmal um das Setting, um die verschiedenen Planeten, um die Dimensionen, um die Gruppierungen. Grundlegend eben dafür, falls die Leute sich erstmal umschauen wollen, was gibt es hier alles, wie groß ist dieses Universum, kann ich mich nur auf einen Teil davon begrenzen, kann ich eigene Sachen machen, darum geht es heute. Und darum fangen wir auch gleich mal damit an. Und zwar, das ist eigentlich hier das Sonnensystem. Das schaut jetzt im ersten Blick vielleicht etwas einschüchtern aus. Und der Dirty Little Dice ist auch schon da. Schön, dass du vorbeischaust. Vielen Dank. Hi. Ja, das ist das Gute. Wenn Leute jetzt hier im Chat sind und Fragen haben, ihr könnt mich jederzeit unterbrechen. Dafür ist das heute hier. Das heißt, wenn ihr Fragen zum Universum an sich habt, gerne. Gehe ich auch gerne näher dran. Wenn ihr zu speziellen Fähigkeiten oder speziellen Rassen Fragen habt, da würde ich euch bitten, entweder beim nächsten Mal dabei zu sein oder eben im Livestream während der Gruppe oder eben euch informieren, die Informationen, die jetzt schon parat sind, weil über die einzelnen Sonderaktionen möchte ich heute nicht wirklich wahnsinnig viel reden. Das habe ich ja auch schon ein Video drüber gemacht. Ja, schön, dass du da bist, Dirty Little Dice. Das Trifum-Universum besteht, wie man hier sieht, aus mehreren Planeten, die sich alle in verschiedenen Umlaufbahnen um die Sonne Glim drehen. Die Sonne Glim selber ist aus mehreren Gründen sehr wichtig für dieses Sonnensystem, nicht nur als Energiespende und Lichtquelle, nein, sie ist auch der Grund für die spontanen Mutationen auf diesen Planeten. Das heißt, es gibt auf dieser Sonne drei verschiedene Lavaströme und drei verschiedene Arten von Feuer. Jetzt auf dem Feuer, egal. Das heißt, man sieht hier gelbe, rote oder auch blaue Magmaströme. Und wenn diese blauen Magmaströme eben Eruptionen haben, also blaues Feuer von dieser Sonne ausspricht, kann es eben zu spontanen Mutationen führen. Diese können entweder direkt sich am Lebewesen eine Veränderung hervorrufen, können sich aber auch in der Genpool dieser Person einnisten und erst die nächste Generation, also das Kind, das von dieser Person hervorkommt, kann so eine Mutation, kann eine Mutation erhalten. Das ist eben der Grund, warum es eben hier Mutanten gibt. Wer das Spiel halbwegs mittlerweile schon mitbekommen hat, weiß, dass es eben in diesem Universum darum geht, dass man einen höchstwahrscheinlich übernatürlichen Charakter erstellt. Diese übernatürliche Fähigkeit bekommt man eben unter anderem durch Mutation oder durch Mechanik oder durch Magie. Und eben die Sonne Glim ist der Grund für die Mutationen hier. Die 15 Planeten laufen in mehreren Umlaufbahnen. Pro Umlaufbahn gibt es einen Umlaufplan. Umlaufbahn gibt es drei Planeten. Ihr seht hier also zum Beispiel, der innerste Ring ist hier Osor, Zuzum und Zuzam.
Es gibt aber auch eine andere Übersicht, die euch hier vielleicht helfen könnte. Und zwar den Planetenbanner. Planetenübersicht werden wir jetzt uns anschauen. Sekündchen, ich habe das hier alles vorbereitet. Ich muss es nur rechtzeitig richtig holen. Planetenübersicht, da haben wir sie. Das heißt, wir haben hier ganz links die Sonne Klim, ganz grob dargestellt. Das hier ist einfach nur zur Übersicht, damit man weiß, welche Größenordnungen die verschiedenen Planeten haben und wie sie zusammen zugeordnet werden. Wir haben links die Sonne Klim. Dann die ersten drei Planeten bilden eben einen, teilen sich eben eine Umlaufbahn. Das sind Zuzum und Osor. Zusammen und Zuzum sind zwei Planeten, die unbewohnt sind, weil sie eben nicht wirklich eine Oberfläche haben, auf die lebensfreundlich ist. Das heißt, hier fällt es hier, wie man auch schon eingeteilt sieht auf, bei den Farben, fällt es hier unter unbewohnte Planeten, eventuell aber belebt von Partikelpflanzen oder Tieren. Bei diesen Planeten ist es eben so, bei Zuzum und, Zusammen und Zuzum, dass es eben vorwiegend Gasplaneten sind, die eben nicht wirklich eine feste Struktur haben. Wir werden auch gleich durch die verschiedenen Planetenüberflächen durchgehen. Jetzt erstmal die Einteilung. Der dritte Planet Osor ist unserem Planeten sehr nah angelehnt. Das heißt, er ist ein moderner Planet. Es wird hier einige Städte geben, die offensichtlich eine Hommage oder eine Karikatur unserer richtigen Städte sind. Das heißt, ich habe mich da noch nicht hundertprozentig festgelegt bei den verschiedenen Städten, aber sowas wie New York könnte dann Liberty Town sein oder so etwas. Es wird ja mehrere vorgefertigte Abenteuer geben, die eben auf Osor spielen. Damals, als ich das grundsätzlich erstellt habe, war es noch geplant, dass das unsere Erde sein wird. Da war noch nicht das Universum so groß hier. Darum muss ich eben beim Umsetzen dieser Namen im nächsten Buch mir erst die verschiedenen einzelnen Namen direkt wirklich ausdenken. Das ist aber keine schwere Sache. Das wird sicher bald passieren und sicher bald funktionieren. Witzig soll das halt dementsprechend auch werden, dass es halt eindeutige Anspielungen sein sollen an richtige Personen, an richtige Orte, an sowas wie zum Beispiel Area 51 in Nevada soll es halt eben auf Osor auch geben, damit man ihn sozusagen, ja, da ist irgendwann mal von der imperialen Gesellschaft vielleicht ein Raumschiff abgestürzt und die Regierung auf Osor hat das bis jetzt verschwiegen und sie wissen noch nicht genau, was sie damit anfangen sollen. So in die Richtung, ganz leichte Anspielungen an unsere richtige Welt, die eben ganz viel Humorpotenzial haben. Aber eben, es ist eine moderne Welt, in der es eben Motorräder und Autos gibt. Sie sind ein bisschen weiterentwickelt, das heißt, die Polizisten haben dort neben den normalen Stoßwaffen vielleicht schon den einen oder anderen Laserblaster, allerdings noch nicht wahnsinnig viel weiterentwickelt. Sie sind noch nicht zu den Sternen aufgebrochen am Anfang der Hauptabenteuer, diese Bewohner, die Osorianer. Sie sind aber, schauen aber ganz normal wie wir Menschen aus. Dann die nächsten drei Planeten sind Salamandra, Donadon und Lorelias. Wie man auf dieser Karte sieht, Salamandra und Lorelias sind Teil der imperialen Gesellschaft, gehören also zu dem futuristischen Planeten. Ich muss einen Schluck trinken. Bei Salamandra ist es so, dass die erst relativ kurz bei der imperialen Gesellschaft dabei sind. Die waren vor ein paar Jahren noch ebenfalls wie Osor, ein moderner Planet. Dort war es tatsächlich so, dass ein sehr auffälliger Absturz eines Raumschiffes der ganzen Welt dort gezeigt, okay, ihr seid nicht alleine, es gibt uns futuristische Rassen auch und darum wurde dann nach und nach in den letzten Jahrzehnten Salamandra eben der imperialen Gesellschaft hinzugefügt und hat sich darauf spezialisiert, eine Art Freizeitplanet zu werden. Hier gibt es verschiedene Wasserparks, hier gibt es sehr viele Strände, es gibt aber auch Erlebnis, Gastronomie und verschiedene Urlaubsziele. Das ist das typische Urlaubsziel für alle imperialen Gesellschaftseinwohner. Aber eben nicht nur auf eine Richtung bestimmt. Also es gibt nicht nur so einen Strand, es gibt eben auch verschiedene Eishotels oder verschiedene Unterwasserhotels. Sehr umfangreich, Salamandra. Donadon hingegen ist eine große Ausnahme in diesem Universum. Donadon befindet sich aktuell nämlich im Krieg, allerdings nur mit den Bewohnern selber. Es gibt hier eine Art postapokalyptische Szenerie, die ganz bewusst angespielt ist an ein bestimmtes Computerspiel oder Playstation-Spiel. Es geht darum, dass die Zivilisation, die hier eben ebenfalls modern ist oder war, sich gegenseitig mit Atomköpfen
die Umgebung zerstört hat und dass eben aus der früheren Zivilisation nur noch Bruchstücke und Ruinen über sind und nach einigen Jahren des Überlebens unterirdisch beginnen langsam sicher die zwei Fraktionen, die das eben überlebt haben, sich auf zwei unterschiedlichen Orten auf dem Planeten wieder aus dem Untergrund hervorzuwagen und beginnen dann auf plötzlich natürlich trotzdem wieder sich zu bekriegen. Also das hat nicht viel gebracht, außer dass der Planet zerstört worden ist. Es gibt dort auch einige mutierte Wesen, die aufgrund dieser Gammastrahlung oder des Atomkraftwerks, der Atom-Explosion mutiert sind. Es ist aber ziemlich eine verwüstete Ödlandschaft und es gibt allerdings auch ein paar andere Orte. Also keiner der Planeten hat nur ein Setting. Es gibt verschiedene Settings auf jedem Planeten. Aber grundlegend ist es halt so, dass der Großteil dieses Planets eigentlich eine Art Ödland ist. Und die zwei Fraktionen immer noch miteinander kämpfen. Lorelias hingegen, der dritte Planet in diesem Dreigestirn, könnte man sagen, ist die Wiege dieses Sonnensystems, die Wiege der Zivilisation. Lorelias war der erste Planet, der zivilisiertes Leben hervorgerufen hat, vor mehreren tausend Jahren. Und hier wurde auch die imperiale Gesellschaft gegründet. Das heißt, hier haben die Lorelianer, die Geonoiden und die Tuga ihren Ursprung her. Also die Geonoiden kommen überall vor, aber hier haben diese drei Rassen sich zusammengeschlossen zum ersten Mal, um gemeinsam in die mehr als die Umlaufbahn zu erforschen, in den Weltraum zu erforschen, um gemeinsam friedlich andere Planeten zu entdecken, die ebenfalls weit entwickelt sind. Lorelias an sich hat eine sehr kreative Umgebung. Das heißt, hier befinden wir uns zwar auf einem futuristischen Planeten mit Hochhäusern und auch fortschrittlicher Technologie, die sind aber allerdings dennoch sehr, sie wissen um das Gleichgewicht der Natur und der Technik miteinander zu feiern. Das heißt, es gibt keinen wirklichen zugemüllten Platz auf Lorelias. Alles wurde in Harmonie mit der Natur und Harmonie mit der Zivilisation aufgebaut. Das heißt, man hat ein einzigartiges Landschaft zwischen zum Beispiel Baumhäusern mit futuristischen Anteilen oder ganz normalen Städten, in denen aber es riesengroße Parks gibt. Es gibt natürlich schon auch Hochhäuser, aber die sind dann teilweise sogar mit Pflanzen überwuchert worden oder an den Mauern teilweise Pflanzen angebracht worden. Die Lorelianer selber haben eine sehr interessante Kultur, die glauben einfach, dass deren ihr Geist und ihre mentalen Fähigkeiten nach ihrem Tod in die Umlaufbahn dieses Planeten austritt und sozusagen sie von den Gedanken ihrer Vorfahren allgegenwärtig umzingelt sind oder umschwirrt werden. Das begründen sie darauf, dass eben der Himmel, die Atmosphäre dieses Planeten einen leicht violett-rosanen Teint hat. Und tatsächlich ist es auch so, dass der Planet eine sehr kreative Umgebung ist, weil Lorelianer meistens Psi-Fähigkeiten haben, nicht jeder, aber viele davon haben mentale Fähigkeiten. Und unabhängig davon, ob man Lorelianer ist oder nicht, kann es passieren, dass wenn man sich auf dem Planeten befindet und man hat eine sehr starke Vorstellung von etwas, wenn ich mir jetzt zum Beispiel auf Lorelias vorstelle, da sitzt ein kleiner rosa Hase auf meiner Schoß und schaut mich komisch an, dann kann es passieren, dass ein kleiner rosa Hase in Art Visionen oder in einer Art leuchtenden, glühenden Energie plötzlich dort steht. Das ist eine Vision, das ist ein Hologramm sozusagen, der aber nicht von einem technischen Gegenstand erstellt, sondern von dem Planeten selber, von diesem violett-rosanen Umgebung, die eben in der Atmosphäre hier herrscht. Das heißt jetzt nicht, dass der ganze Planet rosa leuchtet oder so, sondern so wie unser Himmel draußen in der Realität ein blauer Himmel ist, aber trotzdem alles normal beleuchtet, haben sie eben eine Art violett-rosanen Himmel. Die Lorelianer selber sind immer ein sehr friedliebendes Volk, können aber aufgrund der Tatsache, dass sie sehr klug sind, auch sehr interessante Strategien auffahren. Kommen wir zum nächsten Dreigestirn. Das sind die drei Planeten, die entgegengesetzt der anderen Umlaufbahnen rennen, und zwar Tukvup, Dolfs und Pukvut. Hier ist es so, dass Dolfs der Planet ist, der ebenfalls nicht bewohnt ist, wo aber sehr wohl Tiere und Pflanzen mittlerweile sich entwickelt haben, die auch teilweise sehr interessant sind, weil sie bestimmte Heilfähigkeiten haben oder bestimmte andere Merkmale entwickeln. Darum
gibt es ein paar Leute, die in der imperialen Gesellschaft versuchen, immer wieder auf diesen Planeten zu kommen, um illegalerweise dort Sachen abzubauen, um das teuer zu verkaufen. Bei Tukwup ist es so, dass der Planet ein vorwiegender Wasserplanet ist. Das heißt, es gibt dort zwar ein paar ländliche Bereiche, ein, zwei Kontinente, aber der Großteil der Zivilisation befindet sich unter der Wasseroberfläche. Es handelt sich hier um zwei Rassen, die ehemalig aus einem anderen Sonnensystem kommen, deren ihre Heimatplaneten aber leider zerstört worden sind, und die waren dort eben auch schon Wasserbewohner und darum wurden sie von der Imperialen Gesellschaft hier auf Tukwup angesiedelt. Bei Tukwup ist es andersherum, da ist die Umgebung und die Zivilisation eben sehr schlecht mit der Umwelt umgegangen und da ist ebenfalls ein Ausnahmezustand. Hier herrscht nämlich eine Art Seuche der mechanischen Gegenstände. Es hat sich dort ein Computersystem, ein Computervirus sozusagen, eingestellt, der beginnt, biologische Masse zu assimilieren und eben nach und nach immer mehr Orte einzunehmen und die Leute dort ihren Lebensraum wegzunehmen, um eben selbstständig intelligente Maschinen herzustellen. Dieser Planet ist deshalb im Ausnahmezustand, wie man aufgrund dieser Umrandung auf dem Planeten auch sieht. Und es gibt bestimmte Einreisebedingungen, wenn man als Mitglied der imperialen Gesellschaft dort einreisen möchte. Es gibt dort immer noch Zivilisationen und Orte, die Leute, die dort wohnen, teilweise eben um gegen diese Verseuchung anzukämpfen, andererseits eben, weil sie dort schon ewig gewohnt haben und nicht weg wollen, hört man immer wieder, dass es sowas gibt. Der nächste Ausnahmebereich ist auch ein großer Ausnahmebereich in den nächsten drei Gestirnen. Wir sind hier in einer sehr lustigen Konstellation, die zwei größten Planeten, die zusammen mit dem jüngsten und kleinsten Planeten in einer Umlaufbahn sind. Mandalhashra ist, wie man sieht, ein futuristischer Planet, war ebenfalls vor einigen Jahren noch eine blühende Zivilisation, eine blühende Gesellschaft, die aber ebenfalls den Planeten ein bisschen ausgebreitet hat und immer wieder, also es gibt hier einen riesengroßen Kontinent und fast der ganze Kontinent war frei von Natur, weil mittlerweile alles bebaut worden ist. Das hat sich die Natur dort nicht gefallen lassen und darum hat es dort plötzliche sprunghafte Anwachsen von gewaltigen Pflanzen und Tieren gegeben, die nach und nach den Planeten wieder um sich übernommen haben. Darum ist Mandalhashra ebenfalls in einem Ausnahmezustand, weil eben dort so die sogenannte Verwucherung herrscht, die eben die ganze Städte wieder mit Pflanzen und Efeu und verschiedenen Gestrüpp übernommen hat. Es gibt dort eben auch Pflanzenwesen, die eben die ganze Zivilisation angegriffen haben und eben gewaltig große Tiere. Also Tiere, die wir normalerweise kennen, werden Elefanten, nur halt eben in zehnfacher Größe, wie noch größer als ein Mammut oder sowas. Und es gibt gewaltige Bäume. Zwischen normalen Bäumen gibt es eben auch riesige Mammutbäume, die eben groß genug sind, dass man mit einem Raumschiff drauf landen kann. Und erst weiter unten fahren und dann wieder die normalen Bäume. Also es ist ein sehr interessanter Planet, optisch und auch von den natürlichen Ressourcen her. Die Mandalhashra selber, die Bewohner dort, sind zum größten Teil immun gegen viele Pflanzengifte. Es gibt nur wenige Städte, die dort noch Bestand haben. Es gibt nur eine einzige Stadt, die noch so ausschaut wie früher, weil das die letzte Stadt war, die dort gebaut worden ist, die eben in Einklang mit der Natur gebaut worden ist. Darum wurde sie eigentlich noch von der Verwucherung über verschont sozusagen. Die restlichen Orte dort sind sozusagen immer wieder unter Angriff verwuchert zu werden und müssen eben ständig die Verwucherung zurückhalten. Das ist sozusagen Mandalhashra. Ich komme jetzt einen Sprung zum Remin. Und zwar, ich hebe mir Remin bis zum Schluss auf, weil Remin ist der Grund, warum überall dieselbe Zeitrechnung ist. Das möchte ich später erklären. Nonsurion wiederum ist der größte mittelalterliche Planet. Hat eine wahnsinnig große Vielfalt an verschiedenen Umweltbedingungen. Hat verschiedene Settings sozusagen, hat von Wüsten über Berglandschaften, Wäldern und unterschiedliche Zivilisationen extrem viele verschiedene, viel Verschiedenes zu bieten. Das heißt, wir haben hier eine zivilisierte Stadt, die schon im Renaissance-Zeitalter ist. Wir haben hier einen typischen mittelalterlichen
Wilden Westen sozusagen, wo es zwar schon die ersten Revolver gibt, nur die ersten Schusswaffen schon da sind, aber die sind eben noch Mangelware, aber auch hin und wieder gibt es eben schon welche Leute, die das haben. Es gibt hier aber auch diese typischen Ritter und Turniere. London Surium ist ein sehr gut durchgemischter Haufen an verschiedenen Zeitaltern, die noch nicht eben modern sind, die alles in unserer Vergangenheit sozusagen wären, wenn das unser Planet wäre. Die letzten drei Planeten sind wiederum sehr gegengleich. Chitzrox ist der rückschrittlichste Planet. Den gibt es zwar auch schon sehr lange, doch die Zivilisation auf diesem Planeten hat sich einfach nicht weiterentwickelt. Das heißt, es gibt dort neben Dinosauriern immer noch Höhlenbewohner, die zwar eine Sprache sprechen können, die aber keinen richtigen Satzbau kennt. Also das sind also Sätze wie "Du meinst, du Frau" oder "Ich hunger" und sowas. Und diese gibt es dort ebenfalls auch noch. Und es gibt dort eben Dinosaurier und verschiedene Settings, wo die Dinosaurier wohnen und wo die Leute eben untergekommen sind. Die Chitroxianer wohnen in Familienclans, die eben meistens in Höhlen untergebracht sind oder sich ganz grobe Holzhäuser oder Baumhäuser gebastelt haben aus ganz normalen natürlichen Rohstoffen, wie eben irgendwelche Bäume, die sie fällen und so. Aber natürlich gibt es auch dennoch dort Magie und es gibt auch Mutationen dort und eben auch die Tiere können dort eben mutiert sein. F13 Limp ist wiederum dieser klassische futuristische Planet, den man sich so vorstellt, wenn man sich verschiedene Sci-Fi-Abenteuer anschaut. Ein Planet vollkommen überzogen von Metall und von Gebäuden und der eigentlich in verschiedenen Etagen oder in verschiedenen Höhen nur metallische Gebäude zu bieten hat. Es gibt hier Orbitalinseln, die auf der Oberfläche festgemacht worden sind, die mit riesigen Aufzugschläuchen verbunden sind auf der Oberfläche. In diesen Orbitalinseln gibt es eben, die hängen eben so vom Planeten weg und schweben ein paar Kilometer über der Oberfläche. Diese wiederum haben die ersten paar Wiederansiedlungen von Natur drauf. Das heißt, auf diesen Orbitalinseln hat man Parks und Gärten errichtet, aber es gibt eben auch welche, wo ganz normale Firmen drin sind. Diese Orbitalinseln sind weit verbreitet auf dem Planeten. Das heißt, man sieht auch, wenn man schon auf den Planeten zugeht, fliegt von der Ferne schon eben diese fast Sonne- oder sternartigen Strahlen, die von dem Planeten weggehen, weil sie eben an dem Planeten hängen, diese Orbitalinseln. F13 Limp ist insofern auch interessant, weil es eben die größte Ansammlung unterschiedlichster Rassen ist, weil es der Planet ist, wo sich eben nicht nur die imperialen gesellschaftlichen Rassen dieses Sonnensystems, sondern eben auch anderer Systeme hier ansiedeln und oft eben hier verbreitet sind. Bobolon ist wiederum ein ganz eigener Planet. Hier handelt es sich um einen Planeten, dessen Pilzbefall die Zivilisation gegründet hat. Das heißt, es gibt hier sehr viele verschiedene Arten von Fungi, von verschiedenen Pilzformen. Und eben eine eigene Rasse, die Bobolonia, die eben als humanoide Rasse mit Händen und Füßen eben herumrennen, aber dennoch eigentlich zu der Gattung der Pilze gehören. Dementsprechend sehen sie recht witzig aus, haben meistens so eine Art Pilzschirm als Kopf, der fast ausschaut wie ein Hut. Manche von denen schaut richtig aus wie ein Cowboy-Hut, manche schaut mehr so wie ein, ganz typischer Zylinder. Die sind ebenfalls im Mittelalter, auch in verschiedenen Stufen, grundsätzlich aber nicht so viele unterschiedliche Stufen wie auf Nonsurion. Bobolon teilt sich auf in einen Ring aus einem Kontinent sozusagen. Dieser Ring wird aufgeteilt in verschiedene Bereiche, verschiedene Clans, die teilweise gegeneinander kämpfen, teilweise miteinander verbündet sind. Und besonders zu hervorzuheben sind eben die verschiedenen Pilzformen, die dort eben zu finden sind, von winzig kleinen Pilzsporen bis hin zu gigantischen hochhausähnlichen Pilzen, in denen sich diese Bobolonier eben eingerichtet haben, den sie als Wohnstamm verwenden. Gibt es hier alle möglichen Pilzsorten und auch verschiedene Effekte, die eben die Pilze, die dort sind, können eben entstehen. Verschiedene Gifte, verschiedene Heilungen, verschiedene, sagen wir mal, bewusstseinsveränderte Pilze gibt es hier auch. Auch das wiederum ein Anreiz für die futuristischen Weltraumpiraten oder für Leute, die sich eben einen Vorteil beschaffen wollen, verbotenerweise auf diesen rückschrittlichen Planeten zu reisen, um dort eben Waren
zu ergattern, was natürlich die imperiale Gesellschaft nicht besonders gerne sieht und versucht, diese schlimmen Leute aufzuhalten, weil es natürlich verboten ist, in der imperialen Gesellschaft auf Planeten zu reisen, die nicht den imperialen Staat angehören, die also sozusagen rückschrittlich sind. Und nur mit speziellen Ausnahmefällen und Bestimmungen und Erlaubnissen darf man sowas machen, um zum Beispiel einen Auftrag auszuführen, weil da jemand Hilfe benötigt oder so. Also, es gibt ein paar Ausnahmen, aber nicht sehr viele. Kommen wir nun nochmal zu Remin. Remin ist eigentlich der jüngste Planet. Und zwar deswegen, wenn wir uns nochmal die Galaxie hier anschauen, die Umlaufbahnen. Wir haben hier eben den Planeten Mandalhashra rechts oben, den Planeten links unten Mansurion und dazwischen Remin. Diese beiden großen Planeten, Mandalhashra und Mansurion, hatten insgesamt drei Monde. Also ich glaube Mansurion hatte zwei, Mandalhashra einen oder andersrum. Und diese Monde sind an einem einzigen Tage, wo diese Planeten ausnahmsweise ziemlich nahe aneinander gekommen sind, gegeneinander kollidiert. Das heißt, drei Monde haben eine Explosion erschaffen oder sind gegeneinander geprallt. Und diese Explosion, diese Kollision, wie man sie nennt, wurden von allen Zivilisationen im ganzen Sonnensystem mitbekommen. In den verschiedenen Zivilisationen wird dieses Ereignis anders genannt. Unterm Strich bleibt es aber dasselbe, und zwar ein richtig heller Lichtblitz, von dem mehrere Asteroiden weggeschossen worden sind im ganzen Sonnensystem. Und von diesem Punkt an hat man in allen Systemen hier eine neue Zeitrechnung begonnen. Und genau ein Jahr später war es so, dass ein neuer Lichtblitz den Himmel erhellt hat. Und auch das wurde wieder von allen Zivilisationen mitbekommen. Und bei diesem neuen Lichtblitz war es so, dass der Hof der Monde, der durch die Kollision entstanden ist, also dieses riesige Asteroidenfeld, das entstanden worden ist, durch diese zersplitternden drei Monde, die haben sich durch die Dynamik der drei ehemaligen Himmelskörper zu einem festen Planeten zusammengeschlossen, zu einem winzigen Zwergplaneten, der aber mittlerweile sich so verdichtet, dass er eben plötzlich ein eigener Planet geworden ist. Diese Verdichtung hat ebenfalls eine Energiewelle ausgelöst, die ebenfalls wieder gesehen worden ist. Und die Zeitspanne zwischen dieser ersten Kollision und der Erstellung von Remin, das ist allgegenwärtig ein Jahr. Das heißt natürlich, aufgrund der verschiedenen Geschwindigkeiten kann es jetzt zum Beispiel auf Osor 365 Tage ein Jahr haben, auf Salamander aber vielleicht sind es 450 Tage. Die Zeitrechnung bleibt aber gleich, ein Jahr ist ein Jahr. Und darum ist es eben recht praktisch, dass wir auf dem ganzen Sonnensystem dieselbe Zeitrechnung haben, die dann über dieses Sonnensystem hinaus in der imperialen Gesellschaft überall angewandt wird. Das heißt, auch in anderen Sonnensystemen, wo die imperiale Gesellschaft grundsätzlich herrscht oder mit dabei ist, dort wird in dem Sonnensystem, in dem Jahren gerechnet. Gut, wollen wir uns mal die verschiedenen Planeten anschauen. Dazu habe ich hier vorbereitet eine kurze einen kurzen Aufbau. Wo finde ich das? Das hier aber. Hallöchen, liebe Leute. Ich schaue noch mal ganz kurz, wo ich das jetzt hier habe. Nein. Ich hatte doch hier was vorbereitet. Wo ist das hin? Da sind wir. Sehr gut. Und zwar
Ich habe hier die verschiedenen Planeten übersichten. Und zwar leider nicht in der richtigen Reihenfolge, aber das würde uns nicht stören. Wir haben jetzt die eigentliche Reihenfolge. Wir gehen jetzt einfach mal die durch, die wir hier haben. Ich blätter einfach mal durch. Die ersten zwei sind eben zusammen zu. Hier sehen wir eben, also zur Information. Das schaue ich euch nochmal ganz kurz an. Die nächsten Bilder sind die ehemaligen Bilder der Planeten, wie ich sie vor gut 5-6 Jahren angefangen habe, für ihn in kleinen Kreis anspielen zu können. Das heißt, die Bilder, die wir jetzt sehen werden, sind noch Rohdateien, die noch schöner gezeichnet werden. Ich zeige euch gleich meinen aktuellen Stand, wie das funktioniert mit den Neuzeichnungen. Auf dem Planeten Nonsuren habe ich damit angefangen, die einzelnen Orte neu zu zeichnen. Da gebe ich euch gleich noch ein paar Beispiele, wie das dann ausschaut. Das heißt, hier nur eine ganz grobe Übersicht über die 15 Planeten, wie deren ihr Aufbau ist, was man für verschiedene Umgebungen man erwarten kann. Und das sind aber, wie gesagt, nicht die finalen Bilder, von die ins Buch kommen werden, sondern es sind Rohdaten, die ich nochmal überarbeiten werde. Aber viel Spaß dennoch damit. Zusammen haben wir hier, wie gesagt, eine Art Gasplaneten, der eben verschiedene Arten von Elementen mit übernimmt oder mitträgt. Und auf dem es eben ziemlich schwierig wäre, da jetzt irgendwie eine Zivilisation aufzubauen oder in irgendeiner Art und Weise zu landen. Es müsste eben, wenn man hier auf dem Planeten etwas machen möchte, muss man da ein Raumschiff dazu haben, das dafür ausgestattet ist. Das heißt, als verschiedene Säuren und verschiedene Elementen standhalten kann, um dort sich eben aufhalten zu können, falls man dort Proben nehmen möchte oder sowas. Es werden hier immer wieder verschiedene natürliche Vorgänge beobachtet, wie zum Beispiel Explosionen oder plötzlich Verfärbungen von irgendwelchen Wolken oder sowas. Es ist ein sehr interessantes physikalisches und chemisches Gemisch von diesem Planeten, der eben bis heute einige Rätsel aufgibt, die aber teilweise von der Imperialen Gesellschaft immer noch beobachtet wird und studiert wird. Es kann also immer wieder passieren, dass irgendwelche Aufgaben von der Imperialen Gesellschaft aufgegeben werden, um eben dorthin zu reisen und bestimmte Proben zu nehmen, damit man eben Erkenntnisse erlangt, die vielleicht der ganzen Zivilisation weiterhelfen können. Ähnlich ist es bei Zuzum. Hier ist es allerdings so, dass die Oberfläche einfach zu heiß ist. Das heißt, hier gibt es eine Oberfläche, die ist aber eben mit mehreren tausend Grad heiß. Der Planet selber hat von innen her einige Lavaströme, die eben von innen auch noch den ganzen Planeten aufheizen. Es ist hier zu heiß für fast jede Art der Lebensform. Es gibt ein paar Bakterien, die hier gesehen worden sind, die die Hitze überstehen, aber von Pflanzen oder Tieren, die wir wirklich kennen, davon ist es noch weit weg. Es gibt, wie gesagt, maximal ein paar Bakterien, die hier gefunden worden sind. Der Planet an sich selber ebenfalls nur zu bereisen mit speziellen Ausrüstungen, speziellen hitzeresistenten Raumschiffen oder eben mit Anzügen, die eben gegen mit dieser Hitze klarkommen. Der Planet wird darum aber allerdings auch sehr gerne verwendet, um eben hitzeresistente Gegenstände hier zu verstecken, wie zum Beispiel eine Schatzkammkiste, die man hier verbergen kann, um eben sicherzugehen, dass niemand so einfach etwas findet. Das heißt, auf Zuzum könnte vielleicht mal irgendjemand auf die Idee kommen, eine Schatzsuche zu wagen. Allerdings ist das eben sehr gefährlich. Und nicht unbedingt anzuraten. Hier sind wir bei dem Bobolon, bei diesen Pilzen eben, wie gesagt. Das war einer der letzten Planeten, die ich vorher vorgetragen habe. Hier sehen wir eben, dass es ein großes inneres Meer gibt, den Bobolon-Wirbel, eine Art Ozean, der ständig in Bewegung ist. Rundherum eben ein großer Kontinent, der von verschiedenen Fraktionen und verschiedenen Gesellschaften der Bobolonier übernommen wird oder eingeteilt worden ist. Diese Stämme eigentlich sind gegeneinander teilweise verfeindet. Es gibt hier noch den wütenden Bombolon. Das ist eine Art große, lebende Flechte, die über den Planeten schwimmt und nach alles Mögliche versucht zu fressen, die verschiedene Tentakeln hat von mehreren Kilometern Ausmaße, vor denen man sich eben hüten soll, sollte man da am Wasser unterwegs sein. Die hat aber bis jetzt noch nie die Landfläche betreten, also die bleibt meistens im Wasser. Man sieht eben auch hier, dass es verschiedene Umgebungen gibt, von sumpfigen Landschaften bis eben steiligen Gebirge und
Der Großteil ist natürlich eine Art Pilzwald in verschiedensten Ausführungen. Ja, das ist eben sozusagen Bumulon. Dolphs ist eben der Planet, den wir zwischen den beiden Planeten haben, die eben senkrecht fliegen, das heißt die mittlere Schiene. Und Dolphs ist eben der Planet, auf dem es keine wirkliche Zivilisation gibt. Dafür gibt es hier sehr viele interessante Pflanzenarten. Das Wasser hier, was hier so bräunlich zwischen den Kontinenten ist, ist sehr nährstoffhaft, darum ist es ziemlich bräunlich. Das heißt, es ist jetzt kein Kupfersee oder so, es ist jetzt nicht mechanisch, sondern metallisch, sondern es sind nur sehr viele Nährstoffe, sehr viel erdreiches Wasser in diesem Wasser. Und darum hat es sich von Haus aus eben sehr bräunlich eingefärbt. Die mehreren Kontinente, die man hier sieht, eben umschließen den ganzen Planeten. Es gibt hier auch einen Pilzwachstum, einen recht großen, allerdings nur eben links oben bei diesem Pilzturm Gaganurus oder Nurve. Wir haben auf diesem Planeten einige Tiere, die selten sind, die allerdings auch ein paar Fähigkeiten teilweise haben, die interessant sind. Und eben auch hier einige Ressourcen, die sehr teuer sein könnten, falls man hier mal vorbeikommt. Da haben wir Donadon. Wie gesagt, das ist der Planet, auf dem noch Krieg ist, wo die ehemalige Zivilisation den Planeten mit einem Atomkrieg zerstört hat vorwiegend. Wir haben hier die zwei Lager der verschiedenen Fraktionen. Also das eine sind die Keucher, das andere sind die Zelepheter. Während die Keucher eben mehr die, wie soll ich sagen, wilderen Typen sind, sind die Zelepheter mehr die Beleseren. Beide haben aber verschiedene Techniken entwickelt, um zu überleben. Beide haben verschiedene Standards gesetzt, um eben eigene Zivilisationen wieder neu aufleben zu lassen. Während die Keucher einen riesengroßen Turm gebaut haben aus ehemaligen Hochhäusern, die eben teilweise zerfallen sind und da die sie eben wieder mit verschiedenen Brettern zusammengenagelt haben oder aus Schrott von früher eben einen Turm gebaut haben, haben die Zelepheter einen riesengroßen Krater genommen, um diesen als Grundbasis für ihre neue Stadt zu errichten. Das heißt, wir haben hier die Festung der Zelepheter und die Keucherstation. Ziemlich in der Mitte des Planeten ist eben eine Art roter Strich. Das ist sozusagen die Grenze zwischen diesen beiden Fraktionen. Hier wird sehr oft sehr viel gekämpft. Es gibt aber eben zum Beispiel hier auch Zombies, die eben eine Art Zwischenfraktion darstellen, die sich nicht wirklich in diesen Krieg einmischen wollen, die aber auch nicht wirklich Partei ergreifen wollen. Es gibt auf diesem Planeten einige mutierte Tiere, die sehr gefährlich sind. Eben auch verschiedene riesige Monster, die eben keinerlei Interesse haben, in einen Krieg mitzumachen, sondern einfach nur um Rennen zu legen kämpfen. Aber auch hier eben, es gibt eben ein paar Wälder, es gibt nicht sehr viele Wälder aufgrund dieser Explosionen, die da hier waren, aber es gibt eben wieder welche. Es gibt auch eben ganz eigene zwei Kontinente, die fast tropisch anwirken oder magische Pflanzen noch teilweise haben, die zum Großteil von dieser Explosion, von diesen fast weltweiten Vernichtungen verschont worden sind, allerdings nicht ganz, sondern auch hier gibt es natürlich Verstrahlung und so, aber die größeren Bomben waren eben auf dem Hauptkontinenten, auf dem Hauptkontinent. Das ist F13 Lind, der mechanische Planet mit den verschiedenen Orbitalinseln. Ihr seht hier eben überdeckt die verschiedenen Symbole, von wo aus man eine Orbitalinsel betreten kann. Die Benennung dieser Orte hier und die Benennung der verschiedenen Inseln sind sehr willkürlich im ersten Moment. Wenn man aber tiefer in die Materie eingeht, weiß man, dass die meisten Namen, auch wenn sie Zahlen-Buchstaben-Kombinationen sind, irgendeine Bedeutung in der imperialen Gesellschaft haben. Wie zum Beispiel, dass eben ein Gefängnis gibt namens Rae, das ist links oben, und Rae waren eben die ersten drei Anfangsbuchstaben der drei Mitgründer des Gefängnisses. Also das ist R, A und E, und darum gab es eben dieses Gefängnis, das dann Rae genannt worden ist. Solche und andere Hintergrundgeschichten gibt es halt eben zu den verschiedenen Namen dieser Orte. F13 Limb eben selber kaum noch Natur drauf, abgesehen von den frisch gepflanzten natürlichen Biotopen auf den Orbitalinseln. Es gibt hier eine sehr interessante und gefährliche Eigenheit. Und zwar gibt es eine Art elektronischen Sturm, der
angekündigt wird durch ein großes Donnergrollen, wo die Leute wissen, okay, jetzt sollten sie in ihre Häuser gehen, wo dann plötzlich zwischen diesen größtenteils metallischen Häusern plötzlich Plasmaströme und Lichtblitze entstehen, die sich eben ein paar Minuten ausdehnen müssen, um eben die Energie, die sich aufgrund dieses Elektrosmogs hier gebildet hat oder der Elektroablagerung hier bildet, immer wieder einen Ausgleich zu haben. Leute, die in der Freiheit, die sozusagen frei auf dem Planeten herumrennen und sich in diesem Sturm befinden, haben eine sehr geringe Überlebenschance. Weil eben die meisten Orte so sind, dass sie, wenn hier ein elektrischer Blitz einschlägt, gleich mehrere hundert Meter im Umkreis alles gekriegt wird. Aufgrund der Stromübertragung. Darum verbarrikadieren sich die Leute dann eben rechtzeitig und schauen, dass sie dann auch die Leute noch unterbringen, die eben noch keine Unterkunft haben. Ja, gehen wir weiter. Hier haben wir nochmal die Sonne Glim mit ihren Plasmenladungen. Eben die roten und die gelben sind ganz normal und die blauen sind die, die zu Mutationen führen. Hier haben wir Lorelias, wie gesagt, eine sehr grobe alte Karte. Hier haben wir diese grauen Bereiche, sind die großen Städte auf Lorelias. Der Planet ist ja nicht wirklich wahnsinnig groß, es ist ein einziger Kontinent. Es gibt zwei Pole, oben und unten jeweils einen. Der Planet selber sehr viel grün, ein paar Städte, die eben Großstädte sind. Sehr viele kleine Städte, die hier nicht wirklich aufgezählt sind, weil es eben eine zu grobe Karte dafür ist. Aber ein perfekter Planet im Einklang zwischen Zivilisation und Natur. Und eben die Wiege der Zivilisation, der imperialen Gesellschaft sozusagen. Hier sehen wir auf Mandalhascha, der Planet, der früher mal vollkommen von Städten umzingelt war, ähnlich wie F13 Limb. Nur eben, dass hier die Pflanzen den Ort wieder zurückerobert haben. Wir sehen hier Kibin. In Kibin gibt es den sogenannten Kibin-Chor. Das sind Jäger und Beschützer, die versuchen, die großen Tiere und den Wald wieder zurückzuschlagen, um die Städte wieder für sich und ihre Zivilisation zu gewinnen, zurückzugewinnen. Marlington befindet sich die letzte große wirkliche Stadt, die eben immer wieder versucht, diese eindringenden, wachsenden Pflanzen zurückzuhalten und wo immer wieder noch Leute evakuiert werden. Sedlishpur ist die letzte Stadt, die gebaut worden ist auf dem Planeten, die ziemlich im Einklang mit der Natur gewesen ist noch und deswegen ist hier noch kein wirklicher Angriff der Pflanzen geschehen. Die Kontinente ohne Tilchrö und Krem sind erst entstanden während des Anfangs der Verwucherung. Das heißt, schon während der Verwucherung wurde Sedlishpur gebaut, um eben vom Festland wegzukommen, um dort eben sozusagen einen Rückzugsort zu haben. Und dort hat man dann eben deshalb darauf bedacht, dass man eben sich mit dem Einklang mit der Natur beschäftigt und eben nicht zu viel Platz wegnimmt und der Natur ihren Freiraum lässt. Ja, es gibt hier auch eigene Religionen, die eben damit zu tun haben, aber zu den Gruppierungen der verschiedenen Zivilisationen kommen wir später noch. Hier haben wir eben Nonsurion, einen der abwechslungsreichsten und größten Planeten im Mittelalter eben. Wir haben hier eben die größte Stadt Surianstadt, eine Stadt, von der man auch sagt, dass sie die Stadt ohne Horizont ist. Weil wenn man in der Stadt steht, in den meisten Orten sieht man diesen Horizont nicht, weil irgendwelche Häuser, irgendwelche Türme, irgendwelche Klöster oder verschiedene Skulpturen und Bauwerke einem den Blick zum Horizont versperren. Erst nur wenn man wirklich am Rande der Stadt bei der Stadtmauer ist, kann man wirklich einen Horizont erblicken. Ansonsten ist man von dieser Stadt eigentlich ziemlich geplättet. Es gibt halt sehr viele bunte verschiedene Völker. Auf Nonsurion gibt es auch die meisten unterschiedlichen Rassen, die eben nicht im futuristischen Bereich sind. Es gibt hier von Orks zu Trollen, zu Satyren, zu Elben und Elfen. Das heißt, es gibt hier Unterschiede zwischen Elb und Elf. Elb, so wie der Elbe, das sind die meist aufrechtgehenden 2 Meter oder 1,80 Meter bis 2 Meter großen Personen mit langen Haaren und spitzen Ohren, so angelehnt an die Tolkien-Elben. Und die Elfen sind die kleinen Wesen von ein paar Zentimeter mit Flügeln, die auch verschiedene Zauber haben können. Beides wird hier auf Nonsurion anzutreffen sein.
Es gibt aber eben auch ganz normale Menschen, die dann eben nur Nusurianer genannt werden. Dann gibt es noch Trolle und Orks und was gibt es noch? Satyre habe ich schon gesagt. Und Zwerge gibt es natürlich auch. Und wobei hier die Zwerge unter dem Namen Zwerg werden sowohl Gnome als auch Zwerge eingefasst. Das heißt, man hat nicht nur diese typischen rauen Zwerge mit den breiten Bärten und dem, wie soll ich sagen, bierliebenden Habitus, die gibt es natürlich auch, aber es gibt auch diese etwas noch kleineren, schlanken Zwerge, die eben eigentlich in anderen Spielen unter Gnome oder Wichtel zählen, die eben verschlagen und hinterlistig sind und ein bisschen lustiger sind und auch einfach jetzt den Spaß am Leben feiern wollen. Also Gnome und Zwerge sind hier in dieser Rasse eigentlich, in diesem Spiel eigentlich ziemlich dasselbe und gehören zur selben Spezies, könnte man sagen. Ja, wir sehen hier zum Beispiel eben, dass wir hier links unten die braune Ebene haben mit der Stadt Tafftal. Das hier ist eben dann die Region, wo wir den Wilden Westen hier eingefangen haben mit Pistolen und mit Pferden und klassischen Schamanen und sowas. Während wir im Dingil, im Mingriwan-Wäldern, eine sehr magielastige Zivilisation haben, die sehr damit zu tun hat, ihr Wissen weiterzugeben an die verschiedensten Völker. Syrienstadt hingegen ist die perfekte Balance zwischen Mechanik von Inok, also in Inok leben die meisten Zwerge, die eben technischen Fortschritt haben, der Wildheit von Fifbosch. In Fifbosch gibt es sehr viele kriegerische Völker, die eben die mit verschiedensten Probleme mit Arena-Kämpfen ausgehen. Und Begenius mit Linnonsion, dort hingegen kommen die meisten Zauberer her auf dem Planeten, die eben eine sehr lange Tradition in Linnonsion mit der ersten magischen Akademie damals dort begonnen haben, die aber mittlerweile nur noch als Bibliothek dient und einzelnen Personen noch zur Ausbildung, weil die neue Magierakademie eben direkt in Syrienstadt erstellt worden ist, dass ich es raussehe. Es gibt ja auch magiefeindliche Orte, wie zum Beispiel in Hank unten, die Hafenstadt Kret. Hier gibt es einen Stadtherrscher, der eben grundsätzlich Magie gegenüber sehr feindselig eingestellt ist. Hier gibt es auch einen Sklavenhandel mit magischen Wesen oder anderen Sklaven. In Non-Corion zum Beispiel, ziemlich links oben in Kerio, gibt es einen König, der Magie nur zu seinem eigenen Vorteil erlaubt und allen anderen Magiern dort Magieverbot erteilt. Das heißt, er den Magier, den er vertraut, den erlaubt es zu zaubern, andere nicht. Und Schutzzauber für sich in Ordnung, alle anderen dürfen nicht zaubern. Und das ist eine sehr extrem krasse Einstellung. Es gibt hier eine fliegende Stadt, und zwar in Tornau. Da gibt es ganze Scheiben, die aus verschiedenen Kristallen zum Schweben gebracht worden sind. Auf diesen großen Landstrichen wurden Zivilisationen aufgebaut. Das heißt, im Windwald gibt es eine fliegende Stadt, die eben sowohl direkt am Boden ein Teil der Stadt ist, als eben auch in der Luft. Dort gibt es auch schon die ersten paar Zeppeline und verschiedene andere Flugapparate, die teilweise über Steampunk funktionieren, also dampfbetrieben sind sozusagen. Im rechts hinten beim Tollyholz zum Beispiel gibt es eben das ist die Region, wo die Elben und die Orks herkommen und offen miteinander streiten und in verschiedenen Stämmen wohnen. Syrienstadt selber gehört allerdings als eine der wenigen Städte zu dieser Art Friedensabkommen, wo die verschiedensten Rassen friedlich gemeinsam leben. Das heißt, es kann vorkommen, dass Orks und Elben, die aus der rechten Seite dieser Karte hier, wie zum Beispiel Tollyholz oder Anguigiest, beide herkommen, dass die dort zwar verfeindet sind, aber in Syrienstadt sollen sie miteinander auskommen. Das heißt, wer Syrienstadt betritt, weiß, dass er eigentlich nicht das Recht hat, nur aufgrund irgendeiner Rassenunterschiede einen Krieg anzufangen oder zu streiten. Das heißt, dafür wird hier in allen möglichen Arten und Weisen hier jemand zurechtgezogen, wenn er das tut. Ich muss kurz husten, einen Moment bitte. Ich hoffe, das haben Sie nicht gehört. Ich habe versucht, mich zu muten. Keine Ahnung. Gut. Machen wir weiter. Das sind dann Noten und Syrien. Wie gesagt, hier haben wir sehr viel zu erleben.
Ich könnte noch kurz die Pesk-Piraten hier erwähnen, bevor ich weitermache. Rechts oben ist das Land Pesk. Das ist an der Spitze des Garten von Peskulon, eine kleine, ich sag mal, Halbinsel, die auch nur über verschiedene Höhleneingänge zum Erreichen ist vom See aus, also vom Meer aus. Dort gibt es verschiedene Piraten, die eben auf magische Art und Weise ihre Boote verzaubert haben, weil sie bilden ihre Segel aus Drachenknochen und Drachenhäuten, die es ihnen ermöglicht, die schnellsten Schiffe auf diesem Planeten zu erstellen. Und darum haben sie fast alle Inselgruppen auf dem Planeten übernommen und für sich annektiert. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel rechts unten die Hank-Inseln. Oder eben auch die Nell-Inseln, die sind nicht von ihnen übernommen worden, aber die meisten anderen Inseln sind eben tatsächlich von den Pesk-Piraten übernommen. Dann gibt es auch dort sehr viele verschiedene Orte, wo man sich, wenn man der Schatzjagd freut, vielleicht den einen oder anderen Piratenschatz versuchen kann zu ergattern. Allerdings sollte man sich mit den Pesk-Piraten nicht anlegen und ihnen was wegnehmen, was denen gehört, weil die ziemlich brutal und, ja, Piraten nehmen sie. Ja, wir machen weiter. Wir kommen hier zu Pukwut. Das ist der Planet mit der Ausnahme, mit dem Ausnahmezustand, wo die Technologie eben biologische Masse übernimmt. Hier haben wir ein sehr braunes, kupferhaltiges Wasser, weil es eben auch eisenhaltig ist. Also kupferfarbenes Wasser, weil es eisenhaltig ist. Wir sehen hier verschiedene Übergänge, wie zum Beispiel den Südthron unten. Hier haben wir ein Geflecht aus verschiedenen Kabeln und metallenen Linien, die von dieser technischen Organenmasse mittlerweile Brücken gebildet hat, um die verschiedenen, verschiedenen Kontinente miteinander zu verbinden, um einen schnelleren Austausch dieses Kollektivs zu ermöglichen. Es gibt hier noch einzelne Städte, wie eben Pompalia oder eben Venz oder Chul City, genau. Die eben versuchen immer wieder gegen diese technologischen Virus oder technologische Biosphäre zu Wehr zu setzen. Doch das ist nämlich ziemlich schwierig, weil wie man sieht, der Großteil des Planetenoberfläche bereits übermittelt worden ist. Es ist ja auch sehr gefährlich, den Planeten zu bereisen, weil eben der Planet dieses Geflecht möchte weitere Planeten übernehmen und möchte sich eben fortpflanzen oder weiter verbreiten. Darum muss jedes Raumschiff, das den Planeten verlässt, eine sehr, sehr starke Sicherungs-, also, soll ich sagen, na, wie heißt denn das? Ein Sicherheitscheck einfach durchlaufen, um eben sicher zu gehen, dass sich dieses Virus nicht auf diesem Planeten, auf diesem Raumschiff befindet, um eben andere Planeten davor zu schützen, ebenfalls von diesem Virus umfallen zu werden. Jetzt sind wir hier auf Remin, dieser jüngste Planet eben, der sich aus diesen drei Monden gebildet hat. Wir sehen hier immer wieder Einschlagkrater, weil eben wir mit diesem Planeten mitten im Hof der Monde sind, dieses Asteroidenfeld, das sich eben aus diesen Trümmern der drei Monde gebildet hat, die eben auch den Planeten gebildet haben. Es gibt auf dem Planeten selber schon ein paar Tiere und ein paar Pflanzen, die sich gebildet haben. Die Imperiale Gesellschaft war ja grundsätzlich dabei, schon als dieser Planet sich gebildet hat, weiß also, dass es hier kein wirkliches Leben von Haus aus gibt, was oder noch keines gibt, was sich hier großartig entwickelt, bis auf diese Pflanzen und diese Tiere. Und darum haben sich hier eine Forschungsstation eingebaut, den sogenannten Hagelschutz. Denn im Minutentakt hagelt es hier an Asteroiden immer wieder rein, darum ist es sehr gefährlich, hier sich aufzubehalten. Der befindet sich in der Nähe der einzigen wirklichen Wasserstelle, den Kratersee Elundio. Und es gibt eben noch zwei, drei andere kleinere Wälder oder Büsche oder Ebenen mit Gebüschen. Und dann gibt es ein sehr mysteriöses Rätsel, obwohl der Planet noch nicht lange da ist und obwohl die Imperiale Gesellschaft seit der Krönung dieses Planeten den Planeten beobachtet, weiß man nicht, wo eine zerstörte Stadt mit dem Namen Lupino herkommt. Das heißt, es gibt hier bereits Bruchstücke einer ehemaligen Zivilisation, die nie auf diesem Planeten stattgefunden hat. Man weiß nicht, wie das zustande kommt. Es kann auf keinen Fall Bruchstücke der Planeten sein, der Monde sein, die früher um die anderen Planeten herumgeschwommen sind, weil auf diesen Monden gab es keine Zivilisation nachgewiesenerweise.
Dennoch gibt es auf diesem Planeten Remin eine zerstörte Stadt mit verschiedenen Gebäuden, mit eingestürzten Tempeln, mit verschiedenen Hieroglyphen und Schriften, die keiner entziffern kann. Und auch deswegen hat man hier eben am Forschungsstation eingebaut, um herauszufinden, wie es möglich ist, in einem neuen Planeten, der noch keine Zivilisation hervorgebracht hat, eine zerstörte Stadt zu finden. Ein Mysterium, das eben noch lange nicht gelöst werden wird. Weil es teilweise auch irgendwann mal mit der Hauptgeschichte zu tun hat. Aber eben eventuell auch jetzt schon teilweise mit den aktuellen Rollenspielgruppen zusammenhängen könnte. Mal sehen. Wir sind hier auf Salamandra. Das ist der Planet, der eben erst vor kurzem zur Imperialen Gesellschaft hinzugefügt worden ist, der eigentlich moderner Zivilisation gehört hat und die aber jetzt eben durch diesen Vorfall des Absturzes eines imperialen Raumschiffes bekannt geworden ist, dass es eben auch futuristische Planeten gibt und die eben annektiert worden sind, also die annektiert nicht im bösen Sinne, sondern die einfach dieser imperialen Gesellschaft jetzt hinzugehören. Und hier gibt es eben verschiedene Orte und Szenarien von verschiedenen Städten. Es gibt hier unterschiedliche Erholungsgebiete und verschiedenste. Na, ich habe ein paar Wortfindungsstörungen, ich hoffe, man sieht mir das nach. Ich bin seit über einer Stunde durchgehend am Quasseln. Es gibt hier verschiedene Freizeitparks, Themenparks. Oder es gibt aber auch ähnliche Casino-Städte oder verschiedene Bordelle und sowas, wie zum Beispiel Amazo und Amacho, die weit auseinander sind jeweils riesengroße Bordelle für jeweils männliche, weibliche oder männliche oder weibliche Notstände, was natürlich jetzt nicht wirklich das ist, was alle möglichen Personen hier sehen sollen, sondern eigentlich nur diejenigen, die volljährig sind. Es gibt verschiedene Orte, die eigentlich vorwiegend für Kinder sind, wie zum Beispiel Winzigs oben bei Gucci Gucci, das ist ganz absichtlich so lustig genannt, auch Fundland ist hier sozusagen Fundland, ein bisschen eine Wortspielerei dabei. Zwei extrem interessante Naturphänomene sind hier auf diesem Planeten zu beobachten, und zwar die Actblätter und die Surblätter, das sind zwei Naturphänomene, die eben asynchron zueinander verlaufen. Während im Norden eine eisige Wolke die ganze Zeit im Kreis um den Planeten geht, geht in Surblätter am Süden eine Art Wirbelsturm über den Planeten hinweg. Die bleiben ungefähr immer in den Breitengrade, die sie jetzt doch hier sind, haben daher wenig Einfluss auf das Festland, gerade mal im Fundland und eben in der Nähe von Kustanien und Krize. Dort wird eben die Eckplatte ein bisschen das Land in Schnee bedecken. Aber das Neujahr wird hier eingeleitet zu dem Zeitpunkt, wo die beiden natürlichen Effekte eine Linie bilden von Längengrad her, denn dann beginnt eine Art planetenweites Nordlicht in allen Farben zum Erstrahlen, weil eben der warme Wirbel und die eisige Wolke den Planeten miteinander so von einem Strich aus so ummanteln, dass eben weltweit ein wunderschönes Farbspiel zu sehen ist am Himmel. Hier sind wir bei Tukup. Der Planet, der zwar ein, zwei Kontinente an der Oberfläche hat und Landfläche hat, der sich aber größtenteils unter dem Wasseroberfläche abspielt. Das heißt, wir sehen hier zwar am Drytum und Qualstrand und zum Beispiel Kobo oben, aber diese Orte sind eben zwar teilweise noch umkämpft, aber es gibt hier eben die tiefen Städte, die eben miteinander, wo eben diese natürlichen Rassen, die im Unterwasser atmen können, vorkommen, die teilweise auch jetzt nicht wirklich miteinander im Krieg sind, aber teilweise gibt es umkämpfte Gebiete, wo noch nicht ganz klar ist, ob dieses Gebiet jetzt der einen oder anderen Rasse gehört, die eben hier angesiedelt worden sind.
Dustrian ist hier ein ganz offizieller Friedenspunkt. Das heißt, wenn es zu Diskussionen und zu Verhandlungen kommt, trifft man sich dort. Zum Glück gibt es eben auf diesem Planeten, auf diesem Landsitz eben sehr viele Zugänge von verschiedenen Flüssen, damit man eben von allen möglichen Seen aus, von allen möglichen Meeren aus hier hinkommen kann, um eben dort auch Verhandlungen zu machen. Es gibt bestimmte unterirdische, unterwasserige, blöder Satz. Es gibt bestimmte Städte unter Wasser, die für Besuch geeignet sind, also wo es unter Wasserstädte gibt mit verschiedenen Luftkuppeln oder verschiedenen Bauwerken, wo man auch als Luftatmer unten leben kann, ein paar Tage lang. Und es gibt Städte, die eben rein nur für die Bewohner dieses Planeten sind, die unter Wasser atmen können, wo die keine einzelne Kuppel brauchen. Hervorzuheben ist nun auch Planck, ein sehr interessantes Schlickwaldriff, der ähnlich wie unser Great Barrier Reef eine riesengroße Ansammlung an natürlich vorkommenden Tieren und Pflanzen darstellen, eigentlich ein riesiges Lebewesen ist, wenn man es genau nimmt, aber in Wirklichkeit ein surrendes, wirrendes Wirbel des Lebens von Unterwasserlebensformen darstellt. Auch das ist eben hier ein Naturschutzgebiet. Es gibt sehr, sehr viele Inseln auf dem Planeten, die größtenteils noch unerforscht sind. Zumindest unerforscht für die imperiale Gesellschaft. Die Bewohner selber werden sie wahrscheinlich zum größten Teil schon erforscht haben, das aber teilweise für sich behalten, weil sie eben nicht um bestimmte Inseln einfach nicht kämpfen wollen, werden wollen, bis man eben ihnen anspricht, sozusagen, bis es zu Konflikt sozusagen kommt. Ja, das ist eben Tupup. Und damit sind wir eigentlich auch schon einmal durch. Wenn ich mich richtig erinnere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wie viele Planeten? 14, 15, was ist 14, 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Warum fühlt es sich Planeten? Moment. Wir haben zu tun. Oso habe ich noch keinen, ja, ist klar. Bei Oso habe ich mich bis jetzt noch nicht entschieden, inwiefern ich die Oberfläche unserer Erde angleichen möchte. Ob ich die Kontinente, die es bei uns gibt, einfach anders auf dem Planeten anordne, damit man zwar erkennt, okay, das könnte Afrika sein, aber irgendwie steht Afrika im Kopf. Oder ob ich tatsächlich eins zu eins die Kontinente verwende und sie einfach nur umtaufe. Da bin ich nämlich noch mitten im Arbeiten, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das ist ein Planet. Ah ja, und Chitrox fehlt noch. Das ist der mittelalterliche Planet, der eben mit den Höhlenmenschen sind. Da habe ich noch kein richtiges Bild von dem Planeten, weil ich mich hier noch nicht entschieden habe, ob ich mehrere kleinere Kontinente haben möchte oder einen großen. Allerdings bin ich mir sicher, dass es sehr viel Dschungel geben wird. Also ein sehr dunkler am Planet. Also ich glaube sogar, dass ich sogar schon einen Entwurf hatte. Ich werde mal ganz kurz nachschauen, ob ich auf dem Computer, auf dem ich gerade bin, den Entwurf abgespeichert habe. Das zeige ich euch, geht auch noch. Gell? Eine Sekunde bitte, liebe Leute. Sollte noch irgendjemand im Chat sein? Ich bin offen für Fragen, liebe Leute. Ihr könnt mir, während ich jetzt kurz am Suchen bin, gerne Fragen stellen. Ansonsten wäre es das von den Planeten und dann werde ich rübergehen zu den Dimensionen. Wenn ich den Planeten nicht tue, was ich mittlerweile befürchte.
So, da. Das ist der Projekt. Da haben wir ein Bild. Okay. Ah, ich habe den damals noch anders genannt. Okay. Das heißt, ich binde hier mal kurz mein Bild ein. Eine Sekunde, Leute, ich möchte euch noch schnell das Zwischenergebnis von Shutrox zeigen. Und zwar ist das hier dieses hier. Nee, jetzt wird es groß. Das ist eben, wie gesagt, auch noch keine finale Version. Und eine Grundidee, eben einen riesigen Dschungelwald zu haben und eben mehrere Inseln drauf zu haben. Das ist eben das Ganze ziemlich noch im Steinzeitalter ist, wo eben Dinosaurier rumrennen können, rumfliegen können. Dass es eben einen separaten Kontinent gibt, der eben ziemlich vulkanisch angehaucht ist. Dass es eben ziemliche Eisfraktionen hier oben gibt. Ja, das ist eine Idee. Und vom Osor hatte ich tatsächlich auch schon ein paar Grundideen, wie zum Beispiel das hier, wo man eben sieht, dass es unsere Erde ist mit ein paar anders proportionierten und anders verschobenen Oberflächen. Auch das eben, bin mir noch nicht sicher, ob ich es so lasse. Darum habe ich eben da noch keine wirklichen festen Möglichkeiten. Was ich euch noch zeigen möchte, ist die Art und Weise, wie die Karten, die ich euch jetzt gezeigt habe, überarbeitet werden. Und dazu zeige ich euch noch schnell das hier. Hier sehen wir eben sozusagen auf der rechten Seite den Planeten Mansurien und eben einen kleinen Ort namens Zill. Und Zill ist eben hier schon separat einmal herausgearbeitet worden, etwas genauer und größer gezeichnet. Und dabei erkennen wir eben, dass eben ein winzig kleiner grüner Fleck auf der alten Karte in Wirklichkeit groß herausgearbeitet, wirklich wesentlich schöner zum Anschauen ist. Das heißt, ich schiebe das mal ein bisschen rüber. Also zum Vergleich haben wir hier oben den kleinen Bereich von Ziel. Das sieht man hier nicht wirklich. Hier haben wir diesen gelben Strich, der rauffahrt eben nach Zill. Hier ungefähr. Ein winzig kleiner Ort. Und wenn man dann sieht, wie detailgetreu und wie größer auflösend hier das Dorf hier dafür mittlerweile herausgearbeitet worden ist, erkennt man, dass noch viel Arbeit drin steckt. Ich möchte euch als Beispiel noch ein anderes Beispiel im Land zeigen. Es gibt hier zum Beispiel Begenius. Sind wir hier bei Lenonsion, ist hier ein Begenius. Wir sehen jetzt hier eine Aufzeichnung des östlichen Begenius, und zwar schaut das so aus. Das heißt, während wir hier im Lenonsion haben und im Begenius sich hier erstreckt, haben wir hier ein richtig detailliertes und größeres ausgearbeitetes Begenius-Abschnitt. Das heißt, ihr seht, ich habe hier vor, wirklich noch wesentlich detailliertere und schönere Grafiken zu machen für die Karten. Ich bin auch dabei, mittlerweile eine große Karte zu machen, wo dann eben alles zusammen zu sehen ist. Möchte euch auch gerne das nochmal zeigen, wie weit ich da bin.
Machen wir das mal wieder zu. Machen das bitte anders. Und zwar, da nehmen wir das hier. So, wir gleich hier haben, sehen wir dann eben nochmal den Planeten Lenonzion, nur eben mit den neuen Grafiken schon, die schon gezeichnet worden sind. So, oder jetzt machen wir das hier nochmal etwas größer. Das heißt, ihr seht hier eben die alte Karte von Lenonzion, die auch teilweise eben zerstückelt ist mit diesem, ich sage jetzt mal, Schwanenhals auf der rechten Seite, der eigentlich links auf der anderen Seite dran gehört. Und das wird jetzt eben in die Mitte gesetzt und eben wesentlich detaillierter ausgearbeitet, mit schöneren Schraffuren, mit besserer Textur. Und das alles ist halt eine Arbeit für das dritte Buch, das ja eben eine Art Buch am Bildband wird, für die verschiedenen Landkarten zum Beispiel. Und das ist eben eine Arbeit, die separat noch gemacht wird. Und die Art und Weise werden eben alle Planeten nochmal überarbeitet werden. Das ist gerade bei den Süden und Syrien, wo es am meisten verschiedene Landschaften gibt, eben die größte Herausforderung. Und darum fange ich auch hier an, damit ich in den verschiedenen Methoden und Stile, die ich hier einfügen kann, für die anderen Planeten auch gleich lerne und mir aneigne, die notwendig sind. Ich sehe eben also hier noch die verschiedenen Konturen der anderen Länder, die ich noch einbauen muss. Und ja, so wird es im Nach und Nach erweitert. Aber kommen wir von diesen Planeten, die wir jetzt durch haben, mal zu den Dimensionen. Und zwar, es gibt auf... wo habe ich die Dimension gesehen? Da. Es gibt im Trefung-Universum die eigentliche Realität. Das sehen wir hier im Zentrum dieses Bildes. Die Sonne Krim, darüber ganz klein dargestellt die 15 Planeten, die wir gerade gesehen haben, die wir uns gerade genau angeschaut haben. Diese eigentliche Realität hat eine gewisse Zeitlinie, auf die wir gleich noch eingehen werden. Und in dieser eigentlichen Realität spielt eben auch die Hauptgeschichte und die ganzen Stories, die man eben eigentlich startet. Es gibt aber gewisse andere Dimensionen, die man teilweise bereisen kann für bestimmte Aktionen, aus denen man Kräfte beziehen kann, aus denen man verschiedenen Wesen beschwören kann, von denen man teilweise über die Dimension hinaus aber auch beeinflusst werden kann. So ist es so, dass zum Beispiel, jetzt haben wir am oberen Teil des Bildes eine Art Wolke und das stellt sozusagen den Himmel dar. Der Himmel oder die Version des Himmels im Nonsyrium, im Trifuniversum wird das jenseitige Reich genannt. Ganz unten gegenüber dazu natürlich die Version der Hölle im Trifuniversum, hier die Tiefenwelt genannt. Das heißt, wir haben ein klassisches Himmel- und Hölle-System und auch tatsächlich die Möglichkeit, mit einer Person, die stirbt, als Geist sozusagen, oder deren Geist kommt dann wahrscheinlich in eine von diesen beiden Dimensionen, um dort eben entweder zu leiden oder glücklich zu werden oder vielleicht beides, nur halt eben in der jeweils anderen Dimension. Also es gibt hier keine wirklichen, es gibt hier zwar eine Art mögliche Richterschaft, aber es gibt hier nicht einen einzigen Gott, der das irgendwie großartig übernimmt, sondern es gibt verschiedene Glauben, die tatsächlich in verschiedenen Arten und Weisen Recht haben. Das werden wir nachher noch vielleicht genau uns anschauen. Ich weiß nicht, wie weit ich das in diesem Stream heute noch umgeben werde. Tatsache ist, es gibt eben diese Dimension, das jenseitige Reich der Tiefenwelt, und in diesen Dimensionen werden verschiedene übernatürliche Wesen Einfluss auf die eigentliche Realität nehmen. Im jenseitigen Reich zum Beispiel sind es eben die verschiedenen Geister, die dort ankommen, die sogenannten Cherubine, also Engelswesen mit Flügeln größtenteils, die eben auf die eigentliche Realität Einfluss nehmen können, indem sie als Schutzengel fungieren können oder indem sie versuchen, als Racheengel gut zu machen, was schiefgelaufen ist. Es gibt aber eben in der tiefen Welt Dämonen, die sehr wohl ihren eigenen Vorteil durchsetzen möchten und nicht nur immer Gutes im Sinne haben. Es gibt Schattenwesen in der tiefen Welt und verschiedene dämonische Gottgleiche Wesen, die eben
versuchen wollen, aus der tiefen Welt auszubrechen, um eben in der eigentlichen Realität ihren Willen durchzusetzen, der oftmals eben in Schmerz und Zerstörung sich auswirken würde. Und darum eben diese beiden Hauptdimensionen. Doch wie ihr seht, gibt es neben der eigentlichen Realität in der Mitte noch vier andere Dimensionen. Die haben ihre Berechtigung, dass sie hier sind, weil auf die wird in der einen oder anderen Weg auch Bezug genommen. Alle Magier zum Beispiel, alle Wesen, die magisch begabt sind, egal welche magische Klasse sie gehören, beziehen ihre Magie, ihre Arkanenergie aus dem arkanen Orkan. Den sehen wir zum Rechten der eigentlichen Realität in diesem grünen Wirbel mit diesem violetten Blitz. Dieser Arkanokan ist eine Dimension, die sich im ständigen Wandel befindet. Das heißt, während man in einem Moment noch auf einer Art schwimmenden Steinplatte ist, befindet man sich plötzlich 2 Minuten später in einer Wüste, die man 3 Stunden lang durchqueren muss. Und von einem Moment zum anderen ist man in einem Eisberg gefangen und weiß nicht, wie man hier rauskommt. Das heißt, das Reisen in den Arkanokan ist sehr gefährlich, kann aber sehr viel bringen, da man dort nie weiß, auf was man treffen kann. Es gibt dort eben auch Lebewesen, verschiedene magische Tiere, verschiedene normale Tiere, normale Pflanzen und magische Pflanzen. Und besonders Schamanen haben die Möglichkeit, von dort Wesen zu beschwören oder mit Wesen von dort in Verbindung zu treten. Der Arkanokan gibt aber, wie gesagt, allen magischen Wesen die Arkanenergie. Zur linken Seite der eigentlichen Realität sehen wir die sogenannte Astralebene. Auf dieser Astralebene gibt es zu jedem Lebewesen in der eigentlichen Realität eine Art mentales Gegenstück, eine mentale Verbindung. Das heißt, jedes Lebewesen, egal ob es ein Psi-Talent ist oder nicht, hat eine Art mentales Gegenstück auf der Ebene, auf der Astralebene. Und Psi-Talente können eben teilweise auf diese Astralebene reisen, um eben mit diesen anderen mentalen Wesen zu interagieren, um dort teilweise Illusionen zu erschaffen, um das Wissen anderer Personen dort zu ergründen. Aber es gibt eben auf dieser Astralebene noch vollkommen eigenständige astrale Wesen, die sich teilweise mit den astralen Kopien der Lebewesen in der eigentlichen Realität anfreunden oder sie befallen. Es gibt eben auch die Möglichkeit, dass astrale Wesen das astrale Abbild einer Person schädigt und dadurch Personen einfach beeinflusst sind durch die mentale Schwäche, die sie aufgrund dieses Angriffs erhalten. Das ergibt auch teilweise Sinn in manchen psychologischen Erkrankungen und oder Angstzuständen. Wenn zum Beispiel ein Arkanwesen, das die Form eines Wolfes hat, immer wieder der arkane Klon oder arkane Gestalt eines Kindes attackiert, dann hat das Kind vielleicht in der realen Welt, also in der eigentlichen Realität, eine irrationale Angst vor Wölfen, obwohl es nie einem Wolf tatsächlich begegnet ist. Wäre jetzt ein Beispiel dafür. Die astrale Ebene ist eben auch dafür da, für bestimmte Psi-Attacken, wie zum Beispiel, wenn man eben ein anderes Wesen in die Astralebene sperrt und dort eben als Psi-Talent die Umgebung zu seinem Vorteil zu verwenden. Das heißt, ein Psi-Talent, das seinen Körper oder seinen Geist direkt in die Astralebene projizieren kann, kann die Umgebung dort nach eigenem Willen, nach eigener Fantasie beeinflussen und verwandeln. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Opfer des Psi-Talents in die Astralebene gezogen wird und das Psi-Talent dort eine Art, sagen wir mal, Piratenszenerie starten möchte mit Schiffen und Meer und so, dann schaut für das Opfer dort plötzlich die Astralebene aus wie eben ein Meer und ein Piratenschiff. Das kann eben dann das Psi-Talent dort beherrschen, um diese Illusion dort sozusagen zu erstellen. Alles, was auf der Astralebene passiert, hat aber Auswirkungen auf die eigene Realität, also auf die eigentliche Realität. Stirbt zum Beispiel das astrale Ebenbild eine Person, so stirbt auch der Körper. Prost, liebe Leute. Gut, das sind die zwei wichtigsten Nebendimensionen für Magie und Psi-Talente. Ganz rechts außen, dieser gelbe Strahl rundherum, ist der sogenannte Nexus. Dieser Nexus sollte theoretisch in der Mitte stehen, wenn man sich das genauer nimmt, denn er ist eigentlich die Verbindung aller alternativen Realitäten und aller Zeitlinien. Von hier aus wurden früher mal Gargoyles beauftragt, die
unterschiedlichen Zeitlinien und Dimensionen zu beobachten und sicherzugehen, dass keine das empfindliche Gewebe aus dem Gleichgewicht bringt. Es ist aber so, dass die Gargoyles, die Rasse, damals dort sie immer gelangweilt hat, weil sie nicht wirklich was zu tun haben, weil die Dimensionen nicht wirklich durcheinander gekommen sind, weil es keine Wesen oder kaum Wesen gibt, die interdimensional agieren können oder die über Zeitsprünge verfügen, weil das in diesem Universum lange Zeit nicht mehr möglich war. Darum haben Gargoyles sich in verschiedensten Zeiten und verschiedensten Orten angesiedelt. Und die Gargoyles, die man jetzt spielen kann, wissen zum größten Teil gar nichts mehr von ihrem ursprünglichen Dasein im Nexus. Das heißt, die sind jetzt in 100. Generation auf irgendeinem Planeten und wissen zwar, dass sie teilweise Zauber erlernen können, die nur sie erlernen können, wie eben typische Gargoyle-Zauber sind. Und diese sind teilweise eben auch zufällig mit Zeitzauber verbunden, weil sie zum Beispiel für ein paar Minuten lang in die Zukunft reisen können und so, aber nichts Großartiges wie... Ich reise jetzt mal letzte Woche und mache meinen Fehler wieder gut, sondern alles in ziemlich eingeschränktem Maße, aber dennoch sind sie eine der wenigen Rassen, die durch die Zeit reisen können. Blub, macht man cooler. Aber der Nexus selber eben ist jetzt momentan unbewohnt und dort existiert in jeder Minute oder entsteht in jeder Minute, in der jemand eine Entscheidung trifft, eine alternative Realität, wo er diese Entscheidung anders getroffen hätte. Diese anderen Realitäten kann man sich vorstellen wie Fenster in gelb leuchtendem Licht, die eben aus diesem Strahl in der Mitte hinausgehen und sich in eine Art eigenen Dimension eben bis ins Unendliche stapeln. Dort jemanden zu finden, der sich vielleicht versteckt hat, ist extrem schwierig. Diese Dimension hat ihre eigenen Regeln, hat ihre eigenen Zauber, die dort möglich sind. Und früher oder später wird es dort eben auch die eine oder andere Person in der Hauptgeschichte geben, die wichtig wird, weil sie dort eben vielleicht etwas vorhat. Doch viel mehr möchte ich damit nicht verraten. Ganz gegenüber finden wir hier eine Art dunkle Sphäre mit glühenden roten Augen, mit einem schwarzen Gesicht, die bedrohlich einherblickt. Und tatsächlich ist das auch eine Dimension, von der ich zwar schon einiges weiß und von der ich euch einiges berichten könnte, aber ich unterlasse es ganz gezielt, weil es ein großer Spoiler wäre für Leute, die zukünftig das Hauptabenteuer spielen wollen. Denn gegen Ende des Hauptabenteuers wird man mit einem Wesen zu tun haben, das mit dieser Dimension zu tun hat. Und darum möchte ich nicht großartig viel mehr erzählen. Das sind die verschiedenen Dimensionen, die es grundsätzlich gibt. Wie man dazwischen sieht, sind aber noch verschiedene andere kleine Sternchen und andere Wirbel hier. Das heißt, es gibt Mini-Dimensionen, die man zum Beispiel für bestimmte Zauber oder für bestimmte Mutationen erstellen kann, die eben eigene Regeln haben können. So gibt es zum Beispiel einen Schelmenzauber, der einen... Gegenstand so verzaubert, dass er zu einem Schelmen-Universum Zugriff hat, wo andere Schelme Gegenstände einlagern, die dann der Schelm dann hier aus dem Gegenstand, den er verzaubert, rausnehmen kann, um damit Schabernack zu treiben. Wie zum Beispiel eine Torte, die man jemandem ins Gesicht werfen kann, oder Salz, das man in eine Suppe reingeben kann und sowas. Das ist eine eigene Dimension, die auch hier theoretisch aufgebildet werden könnte, die fällt aber unter einer winzig kleinen Dimension, die nicht mit diesen allumfassenden Dimensionen zu tun hat, die alle mit der eigentlichen Realität zu tun haben. So gibt es auch Mutanten, die ihre eigene Dimension erstellen können, um zu reisen und um die in dieser Dimension auch Gegenstände lagern können. Genauso wie es einen Klerikerzauber gibt, wo man zum Beispiel verschiedene Waffen ablagern kann. Das sind die Dimensionen des Trifum-Universums grundsätzlich. Wovon ich euch jetzt noch gerne berichten wollen würde, sind ein paar Fraktionen. Wie zum Beispiel auf dem Planeten Osor. Ich werde dazu jetzt die Planetenübersicht wieder öffnen, damit ihr jeweils wisst, wovon ich gerade spreche. Das hier. Auf dem modernen Planeten Osir gibt es das sogenannte Doppeltribunal. Das sind 6 Personen, die sehr
wie soll ich sagen, die Profis sind in dem, was sie tun. Das heißt, jeder hat seinen eigenen Schwerpunkt. Diese sechs Personen haben sich zum Ziel gesetzt, jeweils als Mentor einer Person zu dienen. Das heißt, die bilden nach und nach Personen aus in dem, was sie können, um eben zukünftig verantwortungsvoll und kontrolliert mit ihren Kräften umzugehen. Denn gerade auf Uso ist es so, dass Magie ziemlich verheimlicht wird und Mutationen ziemlich angeprangert wird. Das heißt, auf Uso gibt es normale Menschen, die sich als die Hauptspezies sehen und die Übernatürliches nicht gutheißen oder davor Angst haben einfach. Und um dennoch eben einen Platz zu haben, wo übernatürliche Wesen sich ausbilden lassen können und lernen können, um mit ihren Fähigkeiten umzugehen und eben keine Gefahr mehr darzustellen, hat sich eben das Doppeltribunal zusammengestellt. Das besteht eben aus sechs Personen und jeder davon hat einen eigenen Schüler sozusagen, der sowohl eben seinen Mentor als direkte Ansprechperson hat, aber eben auch von den anderen fünf Personen jeweils ausgebildet wird in verschiedenen Kategorien. Bei diesen sechs Personen gibt es eben verschiedene Schwerpunkte von Magie zu Mutation zu Mechanik und jeweils eben verschiedene Ansichten der Personen, die eben sowohl Gutes als auch Böses schon getan haben. Das heißt, das Doppeltribunal ist kein Richter und kein Urteiler und bildet weder Superhelden noch Superschurken aus, sondern sie sind dafür da, um sicherzugehen, dass die mächtigen Wesen, die sie finden, zukünftig lernen, mit der Macht, die sie haben, umzugehen. Was sie dann nach dieser Ausbildung damit machen, ist deren ihre Sache. Das heißt, es kann sein, dass ein zukünftiger Schurke oder ein zukünftiger Held gemeinsam beide beim Doppeltribunal waren und dort vielleicht schon angefangen hat, sich eine Art Rivalität zu entwickeln. Das ist zum Beispiel auf Planeten Oso eine Fraktion, die vielleicht sehr interessant ist. Wir haben schon von den Kibbin Corps gehört, der auf dem Planeten Mandalhashra angesiedelt ist, der eben sich gebildet hat, um die Zivilisation, die dort sonst noch herrscht, vor der Überwucherung zu retten oder zu befreien. Auf dem Planeten Oso gibt es auch noch die SEO, die Schutzeinheit Osor. Das sind, ich möchte es nett ausdrücken, Fanatiker, die Mutanten und Magier ausfindig machen und versuchen zu entweder zu inhaftieren oder zu neutralisieren. Das heißt, die machen Jagd auf magische oder Wesen oder auch Mutanten, haben dazu meistens sowohl Sentinels, das war jetzt das falsche Wort, aber ihr wisst nun, woher die Grundidee kommt. Also es gibt dort sozusagen Roboter, die das ausfindig machen können. Aber es gibt eben auch verschiedene Möglichkeiten von Tieren, also mutante Hunde namens Kalym, die eben eine Art Zombiehund darstellen, die eben Mutanten und Magier ausfindig machen können aufgrund des Geruchs. Die sind ziemlich selten, aber von der SEO, von der Schutzeinheit Osors, werden die eben verwendet, um eben Wesen aufzuspüren. Es gibt auch einen sogenannten ADS, ein Arkan-Detektorsystem, das sie eben in verschiedenen Robotern und Cyborgs einsetzen, um eben magisch begabte Wesen oder magische Objekte zu erkennen und zu scannen. Auch das ziemlich gefährlich, wenn man auf Oso unterwegs ist und eben Magier oder Mutant ist. Tja, es gibt sehr viele verschiedene Fraktionen, teilweise davon sind schon sehr gut ausgearbeitet, manches können noch ein bisschen genauer ausgearbeitet. Es gibt verschiedene Religionen, wie zum Beispiel den Glaubensbund des Dahl. Es gibt hier sozusagen einen Glauben auf den mittelalterlichen Planeten Nonsurion. Der Glauben basiert darauf, dass ein Wesen namens Dahl eines Tages in Form eines Spechtes die Planeten erschaffen hat und eben seine Weisheiten danach verkündet hat und Dahl eben in verschiedener Gestalten immer noch seinen Gläubigern erscheinen kann, aber eben auch in Form eines Spechtes. Dazu gibt es verschiedene Inquisitoren und verschiedene Kleriker, die eben diesen Glauben verbreiten möchten. Ja, dann gibt es noch
im futuristischen Bereich den Tulichin glauben, den wir mittlerweile bei unserer futuristischen Gruppe in Form von Bruder Rotwolf wiedergespiegelt sehen. Dieser Glaube ist ziemlich freigebig, also es gibt eben drei Grundsätze. Was du gestern verbrochen hast, sei dir heute verziehen, damit du morgen anderen verzeihen kannst. Groß ist die Vielfalt im Leben, darum beliebe dein Leben mit Vielfalt. Wer jetzt nicht genießt, was ihn beschert, fühlt sich am Ende bloß entleert. Das sind so die Grundsätze des Glaubens von Tulichin. Das heißt, es gibt sehr viele Rituale dort, die mit freier Liebe oder mit eigenen Selbstheilung und Selbstheilung zu tun hat. Und das ist eben ein futuristischer Glauben unter anderem. Ich glaube, wenn ich da mehr noch drüber habe von den verschiedenen Gruppierungen, werde ich dann einen separaten Stream noch machen. Es gibt auch auf Mandalhashra den Marhashron-Glauben, der eben darauf bezogen ist, dass es eben drei magische Wesen geben soll. Hashra, Rondale und wie das dritte? Sehe ich jetzt hier gerade nicht. Ja, auf jeden Fall gibt es da einen Glauben, der sich eben auf die Literatur zusammennimmt. Auf dem mittelalterlichen Planeten gibt es auch noch den Osirichi-Glauben. Das ist ein Glauben der Elben, die der Meinung sind, dass die Zeit und die Natur gemeinsam sich einen Körper teilen können, um eben in der eigentlichen Realität in Form eines zweiköpfigen Adlers zu erstellen, um dort bestimmte Elben zum nächsten Herrscher zu erkoren oder bestimmte Fähigkeiten ihnen zu geben. Darum werden riesige Elbenstädte gebaut, um diesen aus Pflanzen und Naturhölzen und aus Gebäuden, die sozusagen zurechtgebogen und zurecht wachsen, damit sie eben ausschauen wie selbstgewachsene Schreine, um eben diesen Schicksalsschwinge, wie sie sie auch nennen, herbeizurufen und zu hoffen, dass irgendwann ihnen mal erscheinen wird. So ein typischer Elbenglauben hier eben. Ja, aber wie gesagt, werde ich da genauere Fraktionen noch mehr da haben, werde ich darüber noch ein separates Film machen. Ich hoffe, ich habe euch einen groben Einblick gegeben über dieses Universum. Es ist eben sehr viel, es gibt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich seinen Stream oder sich sein Spiel zu gestalten. Man kann natürlich die Möglichkeiten finden, über verschiedene magische Effekte oder verschiedene technische Hilfsmittel von einem Planeten zum anderen zu hüpfen. Sollte als Spieler darauf aufpassen, dass aber dann die niedrig entwickelten Zivilisationen nicht zu viel beeinflusst werden darauf. Weil das eben für das ganze Gleichgewicht des Spiels relativ schwierig wäre. Aber grundsätzlich soll es möglich sein. In den meisten Fällen würde man sich aber wahrscheinlich auf einen Bereich spezialisieren, wie zum Beispiel bei den Hauptgeschichten. Wie gesagt, es ist geplant, im zweiten Buch der drei Hauptbücher 10 nachspielbare Abenteuer zu gestalten. Jetzt fällt mir ein, was ich euch noch zeigen wollte. Ich wollte euch noch die Zeitlinie zeigen. Mal schauen, wie ich die habe. Sekunde. So, die ist hier. Einsichtig, liebe Leute. So, da. Wir schauen uns noch kurz die Zeitlinie an. Es gibt in dem zweiten Buch eben eine Zeitlinie, die allgemein das Sonnensystem betrifft. Das ist diese hier. Und es gibt zu den einzelnen Planeten, wird es eigene Zeitlinien geben, die eben Schwerpunkte auf den Planeten anzeigen. Wir sehen hier in der Hauptzeitlinie in der Mitte die Kollision. Das ist das, wovon ich euch am Anfang erzählt habe, wo eben die drei Monde der Planeten Mandalhashra und Nonsura zusammen kollidiert sind
und eben miteinander eine riesengroße Explosion oder Kollision ergeben haben, die weltweit zu sehen oder im ganzen Sonnensystem zu sehen war. Darum sprechen wir, wenn wir von der Zeitrechnung sprechen, von VK, also vor der Kollision, und NK, nach der Kollision. Vor der Kollision haben wir eben größtenteils jetzt erst einmal die Erstellung der mehreren Planeten. Hier sehen wir auch ganz genau, wann welcher Planet erstellt worden ist. Tatsächlich die erste Zivilisation ist schon 2 Millionen Jahre vor der Zivilisation auf Lorelis entstanden, wo sich eben die Lorelianer, die Geonoiden und die Tuga entwickelt haben. Das heißt, man sieht hier schon, wie weit diese drei Rassen schon sich entwickelt haben, wie weit die eben schon sein müssten, damit man damit sie dorthin kommen, wo sie eben jetzt schon sind. Ich hoffe, man hört mich noch gut. Ich habe nämlich jetzt gerade mitbekommen, dass draußen vor meinem Fenster im Nebenraum eine Art Baumaschine gestartet. Ich hoffe, man hört mich dennoch gut. Man hat hier ein paar Fixpunkte, wie zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5 da oben. Die werden hier unten weiter erklärt. Ich werde hier nicht auf jeden Punkt eingehen. Sehr wichtig ist eben zum Beispiel, dass man sich hier anschaut, dass es eben... wo sind wir? Bei Punkt 3 vor der Kollision entwickeln sich die Nonsurianer und entwickelt sich die Zivilisation auf der Bobolonia erst. Die Chitroxianer bilden die ersten primitiven Höhlenfamilien und entwickeln sich seither nicht weiter. Das heißt, wir sind hier, wenn wir mit der Hauptgeschichte anfangen würden, 2500 nach der Kollision und schon ein paar und 1000 Jahre vor der Kollision haben die Troxianer sich bereits entwickelt. Das heißt, sie sind dann 3500 Jahre lang am selben Entwicklungsstadium geblieben. Während sich zum Beispiel die Nonsurianer und die Bobolonier schon ein bisschen weiterentwickelt haben. Zur eben Renaissance und zur mittelalterlichen Welt. 1500 Jahre nach der Kollision die imperiale Gesellschaft erbaut die erste mobile Raumstation, die Vivillon 1. Diese wird aber noch vor Abschluss der Bauarbeiten von Weltraumpiraten gesprengt. Noch im Jahr darauf beginnt die Bauarbeiten der Vivillon 2, welche seither stets intakt gehalten wird. Das heißt, wir befinden uns im aktuellen Raum am futuristischen Spiel im Jahre 2490, das heißt 10 Jahre vor dem Hauptabenteuer. Das heißt, die Vivillon 2, auf der wir jetzt gerade waren, war bereits schon 1000 Jahre davor bereits bestehen. Das heißt, wir waren auf einer Raumstation, die 1000 Jahre alt war. Und dennoch hat sie dementsprechend futuristisch gut ausgesehen. Wir haben im Jahre 2000 nach der Kollision die intergalaktische Künste, intergalaktische künstliche Sternportal und die beiden künstlichen Weltraumhafen werden errichtet. 200 Jahre danach beginnt der Bau der Sternenstraße. Das möchte ich kurz ein bisschen ausholen. Es gibt eben ein künstliches Portal, das eben die Möglichkeit bietet, zwischen den Sonnensystemen herumzureisen, die teilweise auch schon entwickelt worden sind, die ich jetzt in diesem Stream hier aber nicht erklären werde, weil es für die Gruppe, die jetzt momentan spielt, ein bisschen ein Spoiler wird. Darum lasse ich die anderen Sonnensysteme erst einmal weg. Aber interessant zu wissen ist, dass es die sogenannte Sternenstraße gibt. Diese ist keine Straße, wie man sie vorstellt, mit einer Linie, die links und rechts im Haus hat, sondern verschiedene Asteroiden oder Himmelskörper wurden mit mechanischen Möglichkeiten bewohnbar gemacht. Das heißt, Terraforming oder eben verschiedene Biotope mit Kuppeln wurden auf Asteroiden erstellt und diese wurden dann von der imperialen Gesellschaft verkauft und teilweise an Firmen weitergegeben. Das waren zunächst erst nur 100 Stück. Nachdem aber Privatpersonen oder Firmen gemeint haben, sie wollen so etwas auch tun, haben das auch offiziell andere Personen machen dürfen, nur eben unter der Auflage bestimmter Voraussetzungen der imperialen Gesellschaft, wie zum Beispiel Sicherheitsmaßnahmen und anderes. Und so wurden fast 290 verschiedene dieser Himmelskörper mittlerweile offiziell angemeldet. Wie viele tatsächlich existieren, ist eigentlich unbekannt, da eben die Technik vorhanden ist, um solche Sachen auch illegal zu erstellen.
Man nimmt eben auch an, dass auf diese Art und Weise verschiedene Weltraumpiraten ihre Unterschlüpfe eben nicht auf Planeten, sondern eben auf solche Raumbasen erstellt haben. Aber eben die angemeldeten solche angemeldeten Himmelskörper nennt man eben Teile der Raumstraße, weil sie eine Art Hausnummer bekommen oder eine Art Adresse bekommen, die eben mit der Sternenstraße betitelt worden ist. Darum eben Sternenstraße. So, im Jahr 2500 nach der Kollision würden die Hauptabenteuer beginnen. Und kurz davor beginnen eben einige wichtige Informationen, wie zum Beispiel: Im Jahr 2500 starten alle Testspiele, danach können nahtlos die Hauptabenteuer gestartet werden. Mandal Hashra wird bereits von den Pflanzen überwuchert, der Krieg auf Donatan ist ausgebrochen, also der Krieg nach der Zerstörung, das heißt die Zivilisation auf dem Planeten Donadon ist schon wieder aus ihrem unterirdischen Bunkern ausgegraben und beginnt sie wieder zu bekämpfen. Der technische Virus auf Pokut breitet sich aus. Die beiden Rassen auf Tulup beschließen, neutralen Zonen zu errichten. Das sind diese Wasserwesen, die eben, teilweise sich um verschiedene Landeszonen oder Unterwasserzonen bekämpfen. Auf den Sumerion wird ein schrulliger Magier aus der Magierakademie geworfen. Von dem haben wir jetzt vor kurzem zum ersten Mal was im Livestream gehört. Ich werde seinen Namen aber nicht nennen. Man kann einzelne zusammenziehen, wenn man beides gesehen hat. Salamandra wird in der imperialen Gesellschaft eingeführt. Das ist eben jetzt theoretisch jetzt hier sogar schon der Fall gewesen auf unserem Planeten, auch in unserem Spiel. Das heißt, wir waren eigentlich in der Zwischenzeit zwischen 2500 und 2490. Und dann starten eben die 10 Hauptabenteuer. Nach den 10 Hauptabenteuer beginnt eben eine Art neue Zeitrechnung, könnte man sagen. Also Zeitrechnung nicht im Sinne von, dass die Kollision da geschrieben, sondern ab dann ist eben ein ganz bestimmter Planet auch wieder, wird sich ganz drastisch ändern. Und von da an beginnt dann sozusagen, würde dann die Erweiterung anfangen, wenn man eben diese drei Bücher jetzt erstmal rausgebracht hat und dann an der Erweiterung arbeiten würde. So schaut die Zeitlinie aus. Und das ist eben auch für einzelne Planeten gedacht worden, dass man eben einzelne oder wichtige Zeitpunkte auf dem Planeten sich vorstellen kann oder als Spielleiter sich heranziehen kann, okay, da war damals der und der Krieg und da war damals diese Explosion und da war damals ein bestimmter Magier, der versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen oder sowas. Das soll es eben dann für jeden einzelnen Planeten geben, damit eben der Spielleiter, der vielleicht eben das Hauptabenteuer spielt oder sich sein eigenes Abenteuer in dieser Welt erstellen möchte, ein bisschen orientieren kann an dieser Welt und an den vorhergeschiedenen Ergebnissen. Ich hoffe, wie gesagt, dass euch das jetzt ein bisschen interessiert hat. Ich werde dieses Video jetzt bald auf YouTube hochladen, damit eben alle Leute sich darüber informieren können. Was bleibt mir noch anderes zu sagen, als wir sehen uns im Krieg und es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Bis bald, liebe Leute.